Herr Ehlers, nach den von den Separatisten im Osten der Ukraine organisierten Wahlen hat Präsident Poroschenko ja eine neue Militäroffensive angekündigt. Steht in der Ukraine also eine weitere Eskalation bevor? Ja und nein. Also ist es ja so, dass der Herr Poroschenko jetzt unter dem Druck steht, dieser neuen Regierung von Jatsenjuk, die ihrerseits mit ihrem ganzen Hintergrund auf eine weitere Kriegführung orientiert. Von daher, obwohl er ja den Friedensplan, seinen Friedensplan durchsetzen wollte, steht er unter diesem Druck und wird wohl sehr starke Worte gebrauchen. Ob er sie wirklich durchsetzt, ist eine offene Frage. Oder ob das bei der Drohgebärde bleibt. Weil die Ukraine, also die westliche Ukraine, hat gegenwärtig eigentlich gar nicht die Mittel, diesen Kampf wirklich zu führen. Wie beurteilen Sie in dem Zusammenhang denn die Rolle der NATO? Nach jüngsten Berichten will das Bündnis ja jetzt an den Ostgrenzen im Baltikum ein Manöver abhalten. All das steht natürlich auch im Zusammenhang mit der Situation in der Ukraine. Ja, die NATO ist natürlich daran interessiert, ihre Ostpräsenz auszubauen, rund um Russland herum. Und das hat eigentlich mit den ganz aktuellen Dingen, die passieren, gar nicht viel zu tun. Sie nutzen einfach die Gelegenheit und wenn sie keine Gelegenheit haben, machen sie es ohne diese Gelegenheit. Das ist der Stand der Dinge. Die Frage, warum die NATO so dicht an Russland ranrückt, hat ganz andere Gründe. Da gibt es ganz andere Antworten dazu, die liegen darin, dass sich ich denke mir, die US-Kräfte und die europäischen Kräfte eine besondere Ausgangssituation für die Eingrenzung und Bedrohung Russlands erarbeiten wollen. Kommen wir nochmal zurück zu den Wahlen. Die EU und die USA erkennen diese Wahlen im Osten der Ukraine ja nicht an. Andererseits ist es ja derzeit kaum denkbar, dass die Regierung in Kiew als kriegsführende Partei in der Region eine Abstimmung organisiert. Welchen Ausweg sehen Sie denn aus diesem politischen Dilemma? Ich sehe überhaupt keinen Ausweg, also jedenfalls sehe ich keinen kurzfristigen und auch keinen, wenn ich so sagen darf, friedlichen Ausweg. Ich sehe eigentlich nur als reale Möglichkeit, die jetzige Situation sozusagen zu befrieden, die gegenseitige Anerkennung des Status quo. Bloß die Frage ist, sind denn alle Seiten bereit dazu, diesen Status quo anzuerkennen? Und diese Frage würde ich mal glattweg mit Nein beantworten. Insofern habe ich keine besonders großen Hoffnungen, dass das friedlich weitergeht im Moment. Was nicht heißt, zu Ihrer ersten Frage nochmal, dass da jetzt von Seiten Kiews aus wirklich die große Offensive geführt werden kann, weil ihnen dafür die Mittel eigentlich fehlen. Also das wird ein Gezappel werden und ein Kleingefechte und Partisanengefechte und sowas. Also jedenfalls keine friedliche Situation. Herr Ehlers, wie beurteilen Sie denn vor diesem Hintergrund die Wahlen zur Rada in Kiew? Im Vorfeld gab es ja massive Klagen gegen die Einschränkung bestimmter Parteien, etwa der Kommunistischen Partei. Sind die Kommunisten denn zum Beispiel einfach nur abgewählt worden, wie es in hiesigen Medien hieß? Und wie steht es um die viel diskutierten rechten Kräfte? Naja, also ich denke, die Kommunisten sind nicht einfach abgewählt worden. Sie hatten ja, es gab ja die Situation, dass sie vorher also unter diese Verbotsdrohung gekommen sind, dass die Fraktion aufgelöst worden war. Sie haben zwar trotzdem an der Wahl teilgenommen, aber natürlich unter sehr bedrängten Bedingungen. Ihre Abgeordneten, also ihre, die sich zur Wahl stellen wollten, wurden sehr bedrängt, zum Teil verprügelt. Andererseits ist es auch klar, dass natürlich die KPÖ genauso traditionell dasteht wie also die anderen KPs im ehemaligen sowjetischen Raum und keinen großen Zuspruch von der Bevölkerung hat. Also das ist so eine Situation, denke ich mir, die hat sowohl innere Gründe als auch diese äußere Bedrohungsgründe. Halt, darf ich noch mal was sagen dazu? Entschuldigung, Sie haben den zweiten Teil der Frage nicht beantwortet. Was die Rechten betrifft, ja, das ist klar, die Rechten sind, also die offen rechten Parteien wie Tjaknij Boks, Svoboda und der sogenannte rechte Sektor, die sind ja gewissermaßen also abgestraft, würde ich nicht sagen, das ist nicht richtig. Sie sind draußen hängen geblieben, sind nicht ins Parlament gekommen. Aber das hat natürlich was damit zu tun, dass ganz viele von den Militärkommandeurs und von den Milizenkommandeurs und so weiter, dass die auf den anderen demokratischen Listen jetzt auf diese Weise ins Parlament gewandert sind.
und für die Bevölkerung auch gar kein Grund besteht, jetzt diese äußerste Rechte zu wählen, wenn das durch die anderen Parteien viel besser vertreten ist. Also das ist eine Verschiebung einfach. Im Grunde genommen ist es eine Rechtsverschiebung des gesamten Spektrums. Und dabei fallen die äußersten Rechten, die fallen dann ganz rechts raus. Ja? Verstehe. Sie haben eben die wirtschaftliche Situation der Regierung in Kiew angesprochen. Wie abhängig ist denn die neue Führung Ihrer Meinung nach vom Westen? Der jüngst ausgehandelte Erdgasdeal wird ja offenbar maßgeblich von der EU finanziert. Gibt es denn vor diesem Hintergrund denn überhaupt die Chance auf eine souveräne Politik auf Seiten der Regierung von Präsident Poroschenko? Das war eine komplizierte Frage, die sehr einfach zu beantworten ist, mit Nein. Es gibt keine Chance einer souveränen Politik, weil die Kiewer Regierung wirklich hundertprozentig am Tropf der EU hängt oder des IWF hängt. Und nicht nur das wirtschaftlich, sondern auch politisch. Also da kann man ganz klar sagen, da ist nichts. Und wenn Sie sich den Yatsenyuk anschauen, also den Ministerpräsidenten, den neuen, der ist wirklich ein Mann der USA, ganz schlicht. Als alter Banker und mit seinen direkten Verbindungen, also in diesem Bereich, die Frage ist eindeutig zu beantworten. Bitte nein. Ganz am Anfang dieses ganzen Ukraine-Konfliktes stand ja der Streit um ein Freihandelsabkommen zwischen der Ukraine und der Europäischen Union. Wie steht es um dieses Vorhaben, Herr Ebers? Naja, gestern wurde die Unterschrift unter den ersten Teil dieses Assoziierungsabkommens geleistet. Aber es ist ja bekannt, dass der zweite Teil oder eigentlich der wesentliche Teil, über den Janukowitsch seinerzeit gestürzt ist, verschoben wurde auf nächstes Jahr. Das heißt, unterschrieben wurden die ganzen politischen Elemente der Einordnung in den europäischen Bereich, also in den Bereich der Europäischen Union genauer gesagt. Und die wirtschaftlichen Geschichten sollen also nächstes Jahr irgendwie wann laufen. Nur weiß man nicht, was bedeutet das, wenn sowas verschoben wird und wenn die russischen Einsprüche berücksichtigt werden sollen. Unter dem gegebenen Klima sind das alles offene Karten. Nein, nicht offene Karten, sondern das ist alles offen. Das sind gerade verdeckte Karten, verdeckte Karten, aber irgendwie ist das Spiel offen. Ja? Und deshalb kann ich die Frage so gar nicht beantworten. Das wird sich zeigen, was da verhandelt wird, was unter dem Druck da jetzt entsteht. Jedenfalls ist der zweite Teil noch nicht in Kraft. Andererseits muss ich dazu sagen, ist der Yatsenyuk gleich noch am Anfang der Übergangsregierung gleich eingetreten mit einem Privatisierungsprogramm und hat das alles schon angefangen und durchgesetzt, bevor das überhaupt soweit jetzt ist, dass der zweite Teil des Assoziierungsabkommens unterschrieben wird. Das läuft also so gesehen auch alles schon wieder. Also es ist auch wirklich undurchsichtig letzten Endes. Stichwort Privatisierungsprogramm. Was bedeutet das denn alles im Endeffekt für die einfache Bevölkerung in der Ukraine? Wie ist die Perspektive, die materielle Situation der Bevölkerung? Und ja, was kann das kurz- und mittelfristig für die politische Stabilität im Land bedeuten? Also Herr Neuber, ich möchte dort nicht leben zurzeit, obwohl die Ukraine so ein schönes Land ist, um die Frage mal so zu beantworten. Weil erstens die alltäglichen Dienste, die sozialen Dienste also runtergefahren werden, weil die Renten runtergehen, weil die Währung zerfällt, weil das trotz Gasabkommen, also die Leute also auf Sparflamme heizen und kochen und so weiter und so weiter. Also die Lebensbedingungen gehen also rapide runter. Durch, was hatte ich neulich gehört, 80 Euro als Durchschnittslohn im Monat jetzt. Vorher waren es immerhin noch 200, vor einem halben Jahr sagte man immerhin noch 200. Ja? Also das sind Bedingungen, unter denen die Bevölkerung also zu leiden hat. Dazu muss man sagen, gibt es natürlich auch noch Unterschiede zwischen Osten und Westen. Im Osten ist also die Industrie zum Teil bombardiert, die Arbeitsplätze sind zerstört und so weiter. Im Westen ist es vielleicht nicht ganz so schlimm, obwohl da liegt eben auch sehr vieles da nieder. Also es ist auf jeden Fall damit zu rechnen, dass im Winter seitens der Bevölkerung weitere Proteste aus rein materieller Not heraus entstehen werden, und zwar im Westen wie im Osten. Die Frage ist nur, werden sie als soziale Proteste erscheinen oder werden sie wieder abgedeckelt unter diesen nationalen und nationalistischen Ideologien?